Hallihallo, willkommen zurück in Ernie's World, in meiner Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Video aus der Playlist Bau eines Terrariums, Episode 3. Wir werden uns weiter mit dem Terrarium beschäftigen und diesmal werden wir mit dem Interieur anfangen. Das werden wahrscheinlich mehrere Episoden werden. Also es ist das Interieur Episode 1 aus der Reihe Bau eines Terrariums Episode 3 und ihr werdet schon wissen, was gemeint ist. Ja, womit fange ich an? Anfangen möchte ich auf jeden Fall mit der Rückwand. Und für diese Rückwand habe ich hier wunderschön so Dämmplatten mir besorgt aus dem Baumarkt. Die sind nicht so teuer, da gibt es so einen Block immer für um die 20 Euro. Das sind jetzt 12 Platten a 3 cm Stärke und die haben alle immer so 1 Meter mal 50 cm Fläche. Es waren sogar 15 Platten. Ja, und damit werde ich jetzt die Rückwand verkleiden. Das hat zwei Vorteile. Einmal ist es eine Isolierung nach außen, also Wärme wird schön gehalten durch die Platten. Ich meine, es sind Dämmbauplatten für Häuser. Und man kann es natürlich auch modellieren. Das heißt also, da kann man sich irgendwie eine Struktur in diese Platten hineinarbeiten. Das ist Styropor, ne? Und ja, das soll dann hinterher eine Felsoptik werden. Da gibt es diverse Anleitungen auch im Internet zu selber gestalteten Felsrückwänden für Terrarien. Das will ich jetzt mal probieren. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Und schauen wir mal, was raus wird. Ein kleiner Zwischenstand zu meinen bisherigen Arbeiten. Ihr habt gesehen, ich habe gearbeitet einmal mit so einem speziellen Styroporschneidegerät hier. Das ist ein Metallstab, der wird einfach heiß. Der schneidet sich dann wie durch Butter durch das Styropor durch. Ganz großer Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, wir haben diesen ganzen Styropor-Fiddelskram hier nicht rumfliegen, wenn man mit einer Säge oder mit einem Cutter arbeiten würde. Dann kommen diese ganzen kleinen Kügelchen, das haben wir nicht. Nachteil an dem Ding ist, es stinkt. Also das Styropor wird geschmolzen. Es riecht ziemlich erbärmlich und ich glaube auch nicht, dass es das gesündeste ist. Wir haben hier alles auf Durchlüftung gestellt. Trotzdem stinkt es. Will ich nur mal so anmerken. Dann habe ich auch gearbeitet, habt ihr gesehen, mit diesem Styroporkleber hier. Das ist eine ziemlich eklige Angelegenheit gewesen. Das Ganze mit so einem Zahnrakel aufgezogen und dann die Styroporplatten festgeklebt. Es scheint auch im wahrsten Sinne des Wortes eine solide Sache zu sein. Das finde ich schon mal gut, weil das Ganze wird hinterher noch ein Stückchen schwerer werden und das sollte schon halten. So, und dann seht ihr, dass ich die innere Seite der Rückwand hier beklebt habe mit diesem Styropor. Einmal komplett durch bis oben hin mit einer Lage Styroporplatten und im unteren Bereich nochmal eine zweite. Komplett durch bis zur Hälfte ungefähr und ganz unten hier nochmal eine dritte und eine vierte. Und ihr seht hier schon so ein bisschen so eine stufenförmige Felsstrukturoptik. Ich hoffe, das wird hinterher auch wirklich so werden, wie ich mir das vorstelle. Das Ganze soll so ein bisschen serpentinig, also zuerst hier hochgehen und dann geht das da hinten da wieder hoch. Ich werde hier noch ein paar Überhänge einbauen. Ja, damit werde ich jetzt erstmal weitermachen und schauen mal, was draus wird, ne?
Wieder ein Stückchen weitergekommen mit der Rückwand. Wie ihr seht, habe ich hier oben ein kleines Plateau hingesetzt, ein relativ großes Plateau. Ich hoffe, das reicht als Platz. Und dann habe ich diese ganzen Müllstücke, die ich irgendwie hier immer so rausgeschnitten habe, habe ich gedacht, das sind ja auch kleine Kletterhilfen. Die klebe ich jetzt immer überall hier mal dazwischen, wie man sieht. Und ich hoffe, das hilft dann meinen Schlangen da auch an dieser Wand hochzukommen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon drauf, die ersten Kletterpartien der Schlangen zu sehen. Und ja, also noch lange nicht fertig. Das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand. Kommt noch einiges. Freut euch drauf. Zwischenschub. Wie ihr seht, arbeite ich mit allen Methoden, um eine felsartige Struktur in dieses Styropor zu kriegen. Als da wären dieser Styroporschneider, eine Spachtel, womit man eigentlich so Tapeten abkratzt und sowas. Das kommt aus der Küche, das ist so ein Creme Brûlée Brenner. Ich hätte ja noch gerne eine Heißluftpistole, aber die habe ich leider nicht. Aber wie ihr seht, es wächst und gedeiht. Wir kommen voran. Womit ich das Ganze jetzt hier schon bestrichen habe, auch das habt ihr schon teilweise gesehen, ist Fliesenkleber. Im Grunde genommen einfach nur so ein Spachtel. Diesen Fliesenkleber habe ich im Baumarkt gekauft für die Tüte, die war nicht so teuer. Ich glaube 5 Euro oder maximal 10 Euro. Und ich finde, das macht auch schon einiges her. Also, da fehlt jetzt natürlich etwas. Ich habe etwa ein bisschen weniger als ein Viertel ist jetzt schon hier bestrichen. Das Ganze wird natürlich ein Stückchen schwerer als nur das Styropor, aber dafür auch fest und hoffentlich bietet der Schlange hoffentlich genug Grip, um da auch dran hochzuklettern. Und ja, damit werde ich jetzt mal weitermachen. Das wird noch ein bisschen dauern und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
mit dem Bekleistern der Wand. Das waren jetzt einige Arbeitsschritte, die ich hier machen musste und ich bin leider noch lange nicht fertig. Was ich jetzt vorhabe, ist halt hier das obere Viertel, würde ich sagen, noch fertig zu machen. Und wenn das alles fertig ist, dann kommen hier Farben zum Einsatz. Einmal als Grundierung ein Schwarz. Schwarze Grundierung, einmal komplett drüber. Und dann habe ich hier verschiedene Grautöne und noch ein Braun und ich habe auch noch ein Grün. Und damit werde ich dann hoffentlich eine felsenartige Optik hervorholen aus der ganzen Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Da werde ich dann meine Airbrush-Pistole nehmen und dann mit diesen Farben arbeiten. Da habe ich schon ein bisschen Respekt vor der Fläche, die ich hier zu bearbeiten habe. Ich hoffe trotzdem, es geht schnell. Ich werde die größte Öffnung nehmen, die ich da habe. Und dann schauen wir mal, ob das dann hinterher so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich bin aber guter Dinge. Bis jetzt gefällt mir das alles ganz gut. Ich habe leider meine Airbrush geschrottet. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen erleichtert. Nicht, weil die Airbrush jetzt kaputt ist, sondern weil mir die Entscheidung abgenommen wurde, ob ich diese riesige Wand hier tatsächlich, also nach dem Grundieren mit Schwarz, mit den verschiedenen Grautönen mit Airbrush ansprühen soll. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich werde auch hier mit Sprühflaschen arbeiten. Die sind jetzt sogar auf einer Wasserbasis. Das heißt also auch irgendwie ohne Lösungsmittel. Das riecht nicht so eklig. Das kann ich alles hier im Keller machen. Das ist wunderbar. Und damit werde ich jetzt das restliche, die Wand hier besprühen. Die ist jetzt einmal mit Schwarz grundiert. Mit Dunkelgrau nochmal besprüht. Das sieht man quasi gar nicht mehr. Ich hoffe, das mit dem Hellgrau klappt besser. Und wenn das geschehen ist, ist dann hoffentlich die Wand soweit fertig, sodass ich schon langsam in Richtung Zusammenbau denken kann. Da gibt es auch schon einen konkreten Termin für. Und bis dahin, das habe ich mir jetzt so als Deadline gesetzt, bis dahin muss das Ding dann auch fertig sein. Ja, dann schauen wir mal, ob das hier funktioniert.
Ja, die Wand ist fertig. Ihr habt gesehen, ich habe diverse Maltechniken und diverse Arbeitsschritte noch vorgenommen, um die Wand mit einer schönen farblichen Optik zu gestalten. Als da wären erstmal die Spraydose, mit der ich grundiert habe, also in schwarz. Dann habe ich mit einem dunklen Grau übergesprüht, dann nochmal mit einem helleren Grau, dann mit einem Braun, um der Ganze noch eine etwas natürlichere Optik zu geben. Dem folgten dann eine Schwammtechnik, wo ich nochmal mit Braun gearbeitet habe, eine Tuschtechnik und eine Trockenbürsttechnik. Das Trockenbürsten im letzten Gang mit einem sehr hellen Grau oder einem fast Weiß, um nochmal Konturen und Kanten hervorzuheben. Die Tuschtechnik, das Grün quasi, um so ein bisschen Bewuchs zu simulieren, kommt hier fast gar nicht mehr raus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das nochmal machen möchte, weil die Wand steht gerade und ich bin eigentlich zufrieden. Man muss auch irgendwann mal selbst diszipliniert sagen, das reicht jetzt, ich mache jetzt nicht mehr weiter, obwohl man noch ständig weitermachen könnte. Das ist ja halt hier kein Malen nach Zahlen. Irgendwann ist das Bild fertig, ausgemalt bei Malen nach Zahlen. Hier könnte man immer weitermachen. Die Wand steht jetzt, die Optik ist hinreichend gut. Ich bin zufrieden. Ihr seht hier unten noch so einen Baum. Wie dieser Baum zustande kommt, das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Da habe ich schon mal mit angefangen. Das zählt dann zum Interieur Stufe 2, Nummer 2, Episode 2 quasi. Perfekte Überleitung, denn wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Wenn ich hier weiter am Terrarium baue, wie gesagt weiter am Interieur, als da wäre neben diesem Baum dann auch die Heiztechnik. Und ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht und würde mich dann freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, habt viel Spaß!